Hi Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Runde RimWorld Biotech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich sehr. Ja, wir warten immer noch, dass die Muskelparasiten endlich weg sind. Ein bisschen haben wir noch, Flasskatze noch. Und ich glaube... Kabu? Ja, Kabu. Gut, müssen wir warten. Hilft alles nichts. So ist es halt mal, ne? Kann man nicht ändern. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier einiges an Steinblöcken noch. Ich hätte aber gerne noch ein paar mehr. Das heißt, wir tragen hier mal die Kalksteinbrocken weg. Und die Marmorbrocken tragen wir weg. Und die Kalksteinbrocken tragen wir weg. Und dann schauen wir uns das Vieh hier an. Das kennen wir schon. Passt. Gut. Dann warten wir mal ab. Mehr kannst du eh nicht tun zurzeit. Ich würde hier noch gerne ein paar Böden reinzimmern. Das möchte ich noch machen. Aber da reichen uns, glaube ich... Okay, zerstörtes Labor. Da reichen uns aber, glaube ich, normale Fliesen. Da müssen wir jetzt nicht... Das muss jetzt nicht so fancy sein. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Machen wir hier alles aus Kalkstein. Dann ist ein Boden drin, das reicht uns, würde ich sagen. Hauptsache Boden. Und dann die Zimmer, die machen wir natürlich ein bisschen hübscher. Hier unser Teppich, ne? Der macht sich auch schon ganz gut. Geht voran. Geht definitiv voran. Jetzt müssen wir allerdings auch erstmal wieder auf Stoff warten. Just Be lassen wir jetzt ein bisschen forschen, bevor wir sie wieder in die Altersumkehr reinschicken. Und ich möchte ja immer noch dieses Mechaniter-Labor erkunden. Aber es kommt immer was dazwischen. Es ist fürchterlich. Es ist wirklich, es ist ganz, ganz schlimm. Jedes Mal, wenn ich kurz davor bin, dieses Mechaniter-Labor zu erforschen, passiert wieder irgendwas Doofes. Und dann stehen wir wieder da. Wie der letzte Dödel. Jedes Mal. Es ist so schlimm. Das Spiel will einfach nicht, dass wir einen zweiten Mechaniter bekommen. Vor allem würde ich dann jetzt hier auch das Mechaniter-Labor ausbauen, ne? Wir haben ja auch schon die Mittelstufe MechTech mittlerweile wieder. Oh, Deadlift! Deadlift! Ja, Bergbau und boah, wie schlecht willst du sein? Ja. Alter Verwalter, ist das ein mieser Charakter. Naja, Kannibale ist es. Ja, gut. Just Be, lass Deadlift mal raus. Warte mal. Alter. Das also Deadlift. Also Deadlift ist so schlecht. Ich werde Deadlift einfach auf den Plündererposten schicken, weil... Ganz ehrlich. Was ein verkorkstes Kind. Also verkorkst, da kriegst du es kaum noch hin. Einfach zum Plündern schicken, das passt schon. Ich glaube, das ist okay. Deadlift, zieh dir mal was an. Genau, vor allem damit ein Hut, damit wir die Friese nicht mehr sehen müssen. Ei. Ja, Alice Cooper, ne? Ich möchte mal Alice Cooper. So, komme ich jetzt... Ich komme gerade nicht an meine Waffen ran. Jetzt. So. Wir geben Deadlift eine Pistole in die Hand. Holz lässt du bitte mal fallen. So, zieh dir doch noch was. Bist du jetzt angezogen? Halleluja. So, Deadlift.
Es war sehr schön, dich in unserer Kolonie zu haben. Es war mir eine Ehre. Aber ganz ehrlich, reicht auch wieder, glaube ich. Alter Schwede. So, Schlafsack kriegst du keinen mit. Medizin brauchst du auch nicht. 2 Überlebensrationen reichen dir. Und dann Deadlift, ne? War schön mit dir. Wirklich gut dabei gewesen. Treues Mitglied der Kolonie. Schöne Reise. Mach's gut. Neues Gebiet freigelegt. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, den Rand der Karte hat Wolfi freigelegt. Toll. So, tschüss, Deadlift. Mach's gut, ne? Deadlift, wirklich. Deadlift freut sich. Man sieht das auch richtig. Deadlift ist richtig happy, dass er weg darf. Bin ich mir zu 100% sicher. Und Flask ist jetzt traurig, weil Deadlift weg ist, oder was? Meine Güte. Aber daran seid nur ihr schuld, meine Lieben. Was? Ach, Days. Der Days. Ja, Mensch, der Days. Ach, der hat auch Muskelparasiten. Hä? Warum Days zur Bioformer-Kapsel? Der ist doch nur sauer. Ja, aber der beruhigt sich schon wieder, ne? Es wird schon. Oh oh. Willst du dir jetzt echt abknallen, Alice Cooper? Warum? Warum machst du das? Der hat doch niemandem was getan. Bin einfach abgeknallt. Und ihm eine Schussnarbe verpasst. Alice Cooper ist echt ein Problemkind geworden. Er kümmert sich nicht mal um ihn. Ey, der stirbt hier gerade. Er hat den abgeknallt und hat einfach weitergemacht. Zu wild. Hey, Psychoid-Blätter sind gekommen. Ganz viel weißes Gold. Für uns. An diesem wunderbaren Tag, den jeder mag. Oh oh. Ach, eine Bombardienstadt. Okay. Passt. Das ist ja bombastisch. Oh, der Strom. Aber ist egal. Wir sind gleich bei den fortschrittlichen Energieanlagen und dann wird sowieso aufgerüstet, ne? Dauert noch ein paar Tage. Und bis dahin wird der Strom schon halten, denke ich. Ja, ist ja nur in der Nacht. Landwirtschaftshändler. Da könnte man mal gucken. Da schicken wir den Alice Cooper mal hin. Was machst du hier? Hallo? Ich glaube, du brauchst noch ein Gebiet. Nee. So. Ja. Hat noch ein Gebiet gebraucht. Sind ja sehr knuffig, unsere Aerofleets, aber so nicht. So. Alpakas. Wir könnten uns einen Alpaka kaufen. Und eine Alpaka-Zucht starten. Aber eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Also machen wir es auch nicht. Ist irgendwas in unsere Basis gekommen und gestorben offensichtlich. Ah ja, guck mal, ein Lelefant. Aber ein indischer Lelefant. Auf diesem Planeten weiß man nicht, was dieses Indisch ist, aber es ist ein indischer Lelefant. Das hat man gelernt. Oh, Deadlift ist angekommen. So, bitteschön. Baby Deadlift Aurora.
Gut. Quaderhausen am Fjord. Das ist irgendeine uralte Zivilisation, dieses Indien. Gibt keine Aufzeichnungen mehr darüber. So, die Hightech-Medizin. Und zwar das richtige Rezept diesmal. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was brauchen wir dafür? Genau. Das Richtige. Nämlich 2 Neutramin und 2 Medizin. Ah, schaut sie euch an. Ist sie nicht schön? Die Glitzerweltenmedizin. Schön. So, jetzt haben wir die Muskelparasiten behandelt. Warte mal. Warte mal. Oh, heilige Rimworld-Götter. Ja. Ja. Heilige Rimworld-Götter, kann ich jetzt endlich diesen Mechaniter-Komplex angreifen? Ja, mein Kind, du kannst. Halleluja. Danke, liebe Rimworld-Götter. Bitte bomb ich immer gerne. Endlich. Wurde aber auch allerhöchste Zeit, ey. So, gut, dann let's fetz. Kann nicht schief gehen, ne? Wenn wir 3 Leute zurücklassen, wovon einer nicht kämpfen kann, das passt. Das hat letztes Mal schon gut funktioniert, das wird wieder funktionieren. So. Endlich. Ah, ich habe so lange drauf gewartet. Auf geht's. Let's fetz. Wolfi ist diesmal auch wieder dabei. Das freut uns natürlich sehr. Kommt hier noch mit dem Alpaka. Ach, endlich. Ich sag's euch. So, jetzt darf nochmal jeder aufs Klo gehen und jeder nochmal pinkeln und dann... reiten wir los. Ach, du blödes Mistviech. Stirb doch einfach, genau. Würde ich auch sagen. So, haben wir es jetzt bald, Leute. Hallo. Was macht ihr da? Hallo. Was macht ihr? Was macht Flask? Ist der jetzt echt nochmal schlafen gegangen? Hallo? Entschuldigung? Kabu? Wir wollen los. Warum pennst du? Kabu hat sich gedacht, ach, ich leg mich nochmal hin. Komm. Warum auch nicht? Mann, 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 Mann. So, ist wieder ruhig jetzt endlich, ne? Halleluja. Endlich ist wieder ruhig hier zu Hause. Ruhe und Frieden. Und die Action gibt's dann da drüben. So. Männer. Ich habe sowas noch nie gemacht. Junger Vagabund, er sucht Almosen. Ja, jetzt gerade ist schlecht mit Vagabund. So. Ich hab eine Strategie. Die Strategie besagt, wir schießen uns rein. Feuer. Oh, hier brennt's. Das ist wunderbar.
Aber bevor wir das jetzt machen, erstmal das hier noch. Und da kommt der Diris. Nö. 4,4 Tage haben wir Zeit, bis die Überfälle starten. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Ja gut, das passt doch schon mal. Bumm. Kommst du jetzt her? Das ist eine gute Frage, ne? Da haben wir eine Mechaniter-Kapsel gefunden. Aber wir sind noch nicht durch. Antike Ladestation, okay. Ein antiker großer Mechgestator. Immer hier rum. Will ja wissen, was da noch drin ist. Offensichtlich nicht so viel gerade. Also so... So gar nichts. Ich dachte, das wäre jetzt spannender, aber okay. Echt jetzt nur ein? Na komm, da... Ja, ich hab's doch gewusst, da drin sind sie. Oh, Wolfi. Komm doch mal mit. Ah, das war's jetzt, ne? Okay. Cool. Gut, dann... Oh, oh. Oh, oh. Hinterhalt. Ein Hinternhalt. Der Hinternhalt. Oh, weg von dem. Ja gut, das war jetzt aber auch nicht so der Rede wert, ne? Hm. Gut, Standard klappt gleich zusammen, aber... So, das Ding hier... Ja, das können wir öffnen. Schauen wir mal, was da drin ist. Ah, was aber jetzt? Können wir den mitnehmen? Ne, warte, den können wir, glaube ich, einfach extrahieren, oder? Ohne, dass da was passiert. Morbius, extrahiere mal. Der nimmt den, glaube ich, nicht an sich. Genau, jetzt haben wir den Mac-Link. Ich würde nämlich gerne Just Me zum Mechaniter machen. Und nicht einen anderen. So, gut. Dann dürfen wir das Ding nur nicht vergessen jetzt. Die Mechs nehmen wir mit, ne? Soweit wir es können. Staubmantel aus Syngarn. Uiuiui. Dazu sage ich nicht nein. So. Und wo ist jetzt der Mac-Link? Da ist er. 1 Kilogramm wiegt er. Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder heim, oder? Was wollen wir hier sonst noch? War unspannender, als ich dachte. Ich dachte, das wäre cooler jetzt, aber gut. So, Daze ist beigetreten. Das ist wunderbar. Das Schmerzgewehr kann er sich aber gleich mal wieder abschminken. Und den Daze schicken wir ja auf die Ranch, haben wir gesagt, ne? So. Der kriegt dementsprechend... Ach komm. Eine Handkanone reicht, glaube ich. Und Plata schickt wieder was. Wunderbar. Super. Und der Daze. Der verschüßt sich jetzt von uns. Leider muss der Daze uns verlassen. Ah, schade, schade. So. Nein, du kriegst keinen Schlafsack. Und Medizin kriegst du auch nicht.
Und nur das hier. So, tschüss, Days. Days, mach's gut, alte Brieze, ne? Tschüss. Altes Fellknäuel. Beim Rausgehen noch kurz versuchen zu bekehren. Kannst du knicken, Days. Verpiss dich. Verzieh dich. Verzieh dich mal ganz schick. So, und ich verzieh mich jetzt auch, Leute. Das war's. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, dann liked das Video und kommentiert. Unterstützt mich und so. Na? In diesem Sinne, schönen Tag euch noch. Macht's gut. Ciao.